Weil ich eine Bettdecke brauche. Ich friere. Ich habe heute Nacht echt richtig gefroren. Mir war so kalt. So richtig von drinnen raus kalt, ja? Und das muss ich ändern. Ich muss mal gucken, ob ich nicht doch irgendeine Bettdecke finde. Ich mache jetzt mal Abstriche von diesen Gänsefedern, sondern gehe mal vielleicht auf was anderes und gucken. Hauptsache irgendwas Dickes, ja? Keine Ahnung. So ist das. Ja, ich habe den ganzen Mittag bis in den Nachmittag hin gearbeitet. Ich habe Videos gedreht, habe eingestellt. Ich habe Bestellungen gemacht. Ich habe mein Konto aufgeladen. Ich hatte ja keinen Teller mehr drauf. Kurs gewechselt habe ich für 35,5 oder 35,6. Ich weiß nicht. Sehr schlecht jedenfalls. Ich habe 200 Euro erstmal gewechselt und ja, habe dann aber auch gleich wieder eine Bestellung für das Hundefutter gemacht für 1.398, also weiß ich nicht, 40 Euro, 45 Euro, irgendwie so. Nochmal zwei Säcke Hundefutter. Ich habe auch noch mal eine ganze Zeit geguckt nach den Grammzahlen, die Hunde an Trockenfutter essen müssen, weil meiner Meinung nach ist Pascha zu viel für sein Gewicht. Ich schätze ihn mal so auf 55, 60 Kilo. Und er bekommt meiner Meinung nach zu viel an Trockenfutter. Und das muss ich nochmal genau auswiegen, wie viel ich habe. Ich habe seine Futtermenge ja sehr erhöht und Bonjuk frisst zu wenig, da brauche ich gar nicht wiegen. Und da hatte mir eine geschrieben, dass das mit der Hormonumstellung zu tun hat, das stimmt. Das vermute ich auch, weil sie ja ihre Tage hatte und meistens sind die Hunde, wenn sie nicht schwanger sind, scheinschwanger. Und das beinhaltet dann eben, dass sie nicht mehr so viel fressen. Das ist richtig, aber finde ich natürlich trotzdem nicht so gut. Ne? Und dementsprechend habe ich nochmal geguckt. Ja, kann man aber nichts machen. Ne? Wenn sie satt ist, ist sie satt. Und ich will ihr das auch nicht reinzwingen. Also ein Hund muss ja ein natürliches Fressverhalten haben. Ne? Dementsprechend, das wird schon entschieden. Genau. Deswegen wiege ich nachher mal Paschas Futter ab. Ich habe jetzt mal 55, 60 Kilo berechnet. Ich glaube nicht, dass er 60 Kilo wiegt. Er wird sicherlich so um die 50, 55 wiegen. Mehr wird es nicht sein. Wenn überhaupt. Und dementsprechend gucke ich mal, ob er die Menge hat, die er braucht. Ja? Und letztendlich signalisiert der Hund auch schon, finde ich, wenn er satt ist. Also wenn er nicht mehr isst, dann ist er satt. Und Pascha würde aber mehr essen, wenn ich ihm mehr gebe, glaube ich. Deswegen, das war aber ist neu jetzt. Seit ich da bin, macht er das. Das war, bevor ich gegangen bin, sehr viel weniger. Das war auch weniger, als der Gärtner ihn gefüttert hatte. Da war nämlich den ganzen Tag immer Futter in seinem Napf und das hat er nicht gegessen. Ja, mal gucken. Also ich werde mich da mal ein bisschen schlau machen. Kangals sind im Übrigen, sollen nicht so überfüttert werden. Also sie sollen eigentlich schon, das sagen alle Experten, ein bisschen, die Knochen sollen ein bisschen zu sehen sein, weil der Kangal tendenziell, wenn er überfüttert wird, zu Knochenbeschwerden neigt. Ja? Es gibt Kangals, die sind sehr muskulös und sehr sehr stark sehen die aus. Das liegt aber natürlich daran, weil die den ganzen Tag in den Bergen mit den Schafen rumsausen und rumlaufen. Das machen meine ja nicht. Die haben ja wenig Energieverlust, deswegen brauchen die auch nicht so viel Futter und sehen dementsprechend auch ein bisschen nicht ganz so muskulös aus. Aber Kangal tendenziell sind gesünder, wenn sie wenn man die Knochen sieht, also das ist einfach so, weil die sonst Knochenbeschwerden bekommen im Alter. Und das will ich ja natürlich nicht. Mach uns das ein bisschen. So, jetzt drehe ich euch einmal um. Genug gequasselt, ne? So. Das ist die Zeit aber schnell vergangen mit diesem Quasseln, ne? Weil das Thema Schule liegt mir schon sehr am Herzen, weil ich sehe es immer wieder, dass man sich so darauf verlässt, auf die Euphorie von Neueingewanderten, so im ersten oder zweiten Jahr. Und dass man dann so im dritten, vierten, fünften sieht, da ist doch vieles im Argen, weil dann nämlich die Probleme erst zutage treten. Am Anfang sieht man das alles und
man versteht ja auch noch nicht so viel und man muss ja auch ein bisschen sich erstmal eingewöhnen, ne? Das dauert halt alles. Aber Schulbildung ist schon sehr wichtig. Nach wie vor kann ich nur zu appellieren, auch wenn heute viel online möglich ist. Man sieht aber auch immer nur bei Leuten, die das eben geschafft haben, dass es funktioniert. Ja, und bei vielen scheitert das aber auch. Also ich finde, Beruf muss man lernen. Also irgendwas, wo man immer wieder drauf zurückgreifen kann. Und gerade die Kinder, die müssen viel lernen. Das Gehirn muss doch wachsen. Es muss gefordert werden und gefördert werden. Das ist wichtig. Mit dem richtigen Stoff, der ihnen auch Kompetenz für ihr Leben vermittelt. Ja? Und nicht nur ein schönes Leben mit Strand, Sonne und Meer. Und ein bisschen Schule nebenbei. Das ist mal gut so für ein, zwei Jahre, wie gesagt. Aber dann muss man sich das überlegen, was man macht. Halb fünf. Nicht mehr lange. Dann wird es dunkel. Mensch. Eine Stunde noch, dann muss ich wieder hoch. Bin halt zu spät runter. Leider. Ist übrigens warm. Ich habe auch keine Büchse drunter und auch keine Jacke an. Die meisten haben ja schon Jacken an und dicke Pullover, aber es ist warm. Ja, also wenn ich das an hätte, würde ich schwitzen.
gehe jetzt mal zu Madame Coco, mal gucken. Da ist aber wieder Musik. Ya onu şey ona göre alacağım.